Wir stehen vor der Synagoge in der Humboldtstraße, wo vor einem Jahr die Schüsse gefallen sind. In ca. einer Stunde wird es hier einen offiziellen Gedenkakt geben. War, als er es erfuhr. Ein Attentäter hatte versucht, in der Synagoge von Halle hinter mir ein Blutbad anzurichten. Wir alle haben die Bilder dieses schrecklichen Tages im Kopf. Sie haben sich unauslöschlich eingebracht. Dort wird eine Gedenktafel enthüllt, die man jetzt schon sieht, noch mit schwarzem Tuch davor, und Trauerkränze werden niedergelegt werden. Die Humboldtstraße ist, stand jetzt, abgeriegelt durch die Polizei. Es ist ein sehr hohes Sicherheitsaufkommen. Sehr viele Polizisten auch auf der Straße. Die Journalisten, die hier akkreditiert sind, die werden auch durchsucht, können nur mit Anmeldung rein. Danach wird es weitergehen zum Kiezdöner. Ähnliches Programm, auch da werden Trauerkränze niedergelegt werden. Erwartet wird zu beiden Terminen der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Sowohl am Kiezdöner hier als auch an der Synagoge sind gerade Gedenktafeln enthüllt worden, die der Opfer gedenken des Anschlags von damals, und Trauerkränze sind niedergelegt worden. Sowohl der Bundespräsident als auch die Landtagspräsidentin Gabriele Brackebusch haben geredet. Der Gemeindevorsitzende von Halle, Max Priworotzki, hat bewegende Worte gesagt, und sehr viele Zuschauer bzw. Hallenser sind zu den Tatorten gekommen, obwohl sie nicht nah ran konnten, weil genau wie hier am Kiezdöner war auch die Synagoge abgeriegelt. Die Polizei hat sehr scharfe Sicherheitsvorkehrungen hier erlassen. Ja, und das war das Gedenken hier an den Tatorten. Es geht jetzt allerdings weiter. An der Ulrichskirche wird der offizielle Gedenkakt sein. 17:30 Uhr geht es da los, und da wird unter anderem der Ministerpräsident Rainer Haseloff eine Rede halten.